Heute ist Tag 11 und ich erzähle dir ein bisschen was zu meinem 11. Buch, das ich geschrieben habe. Das Buch Nummer 11 war eine Auftragsarbeit für den Österreichischen Kneippbund und für den Österreichischen Herzverband. Ich bin ja seit 10, 12 Jahren auch in der österreichischen Kneippbewegung sehr engagiert. Also jetzt aktuell bin ich Vizepräsidentin vom Österreichischen Kneippbund. Die Kneippbewegung ist für mich immer sehr spannend, weil es eigentlich die älteste Gesundheitsbewegung ist im deutschsprachigen Raum. Die existiert seit über 130 Jahren. Und ich bin sehr fasziniert, dass Ende des 19. Jahrhunderts der Pfarrer Sebastian Kneipp zum Beispiel in Graz, wenn der einen Vortrag gehalten hat, da sind 3000 Menschen gekommen. Ja. Zu meinen Vorträgen sind noch keine 3000 Menschen gekommen und vermutlich schauen auch jetzt bei diesem Video nicht 3000 Menschen zu. Also das zeigt mir schon, wie er Menschen für Gesundheit, für Prävention damals begeistert hat und das imponiert mir sehr. Ja. Also dass der das damals geschafft hat, da hat es kein Internet gegeben, keine E-Mails, kein Facebook, wo man mal schnell ein Facebook Live gemacht hat. Ja. Und trotzdem hat er die Menschen so begeistert und konnte sie auch dazu motivieren, die 5 Säulen von Kneipp, Ernährung, Bewegung, Wasseranwendungen, Kräuter und die mentale Gesundheit, die Lebensordnung. Also das ist bis heute, sind diese 5 Säulen sehr bedeutsam. Für mich hat das auch sehr gut gepasst mit meinen 5 Elementen von der TCM. Und ja, das war für mich vor etwa 10 Jahren wirklich auch eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mehr diese heimischen Traditionen, die europäische Medizin, die Lehren von Sebastian Kneipp in meine Arbeit ein bisschen einfließen lassen. Und ich habe mich sehr gefreut über dieses Kooperationsprojekt. Und es gibt dann eine kleine Anekdote dazu. Ich habe das Manuskript abgegeben und in dem Buch sind auch ein paar Expertenbeiträge von Ärzten, also von Herzspezialisten. Und wie ich das Manuskript abgegeben habe, hat mich die damalige, also die Projektleiterin von Kneipp angerufen und die hat dann am Telefon zu mir gesagt, Frau Nichterl, das mit Ihren Rezepten, das geht irgendwie nicht. Und ich war ganz schockiert und habe mir gedacht, was ist denn jetzt passiert? Was habe ich denn falsch gemacht? Was ist die Ursache? Sage ich, warum? Was ist los? Und sagt sie, Frau Nichterl, Ihre Rezepte, da ist so viel Gemüse drinnen. Das isst ja kein Mensch. Und diese Herzexperten, die eben auch das Manuskript angeschaut haben, weil sie ja kleine Gastartikel drinnen geschrieben haben, die waren irgendwie entsetzt, dass dafür so viel Gemüse in den Rezepten ist. Und ich war völlig irritiert, weil ich war damals schon einige Jahre Ernährungsberaterin und die Rezepte, meine Kunden essen das anstandslos. Ich habe zwar schon manches Mal den Effekt, dass jemand nach 2 Wochen kommt und sagt, Frau Nichterl, so viel Gemüse, wie ich die letzten 2 Wochen gegessen habe, esse ich normalerweise in einem halben Jahr nicht. Aber es tut mir gut, ich habe 3 Kilo abgenommen, ich fühle mich wohl. Also Menschen können das schon tun, wenn man es ihnen zutraut und wenn man ihnen schnelle, einfache Rezepte gibt. Also ich war ein bisschen irritiert bei diesem Telefonanruf und wir haben dann diskutiert und während des Telefonanrufs habe ich mir dann gedacht, naja, die Ernährungspyramide oder die gängigen Ernährungsempfehlungen sprechen von 5 Portionen Obst und Gemüse und dann darf ja hoffentlich Gemüse in meinen Rezepten dabei sein. Und ich habe das dann so im Kopf kalkuliert, beziehungsweise dann auch noch schnell in Google nachgeschaut. Und diese 5 Portionen Obst und Gemüse werden so mit 400 Gramm, 450 Gramm über den Tag empfohlen. Ja, und ich habe das dann durch 3 dividiert und habe dann für mich so beschlossen, ein Rezept darf zumindest 150 Gramm Gemüse enthalten oder Obst. Und ich hatte einen Apfel in der Nähe und ich bin dann wirklich in die Küche gegangen, den Apfel abzuwiegen, weil es mich jetzt einmal interessiert hat, wie schwer ist so ein Apfel. Ja? Und ich habe dann die Dame, mit der ich telefoniert habe, habe ich gefragt,
ob sie es für zumutbar hält, dass ein Mensch einen Apfel am Tag isst, so wie dieses Sprichwort heißt, Apple a day keeps the doctor away. Und dann sagt sie, ja, selbstverständlich soll man einen Apfel essen. Und dann habe ich sie gefragt, wissen Sie, wie schwer dieser Apfel ist? Und jetzt frage ich auch dich, weißt du, wie schwer ein Apfel ist? Und dann hat sie keine Ahnung gehabt und hat irgendwas geschätzt. Ich weiß nicht mehr, was sie geschätzt hat. Aber jedenfalls dieser Apfel, den ich auf die Waage gelegt habe, der hat knapp 200 Gramm gehabt. Das war ein relativ großer Apfel. Und damit habe ich gesagt, also wenn wir einem Menschen zumuten können, dass er einen Apfel mit etwa 150 bis 200 Gramm pro Tag isst, dann darf auch in meinen Rezepten Gemüse drinnen sein, ja. Also ich habe darauf bestanden, dass das Gemüse in den Rezepten bleibt. Wenn mein Name auf dem Buch steht, dann will ich wirklich herzgesunde Rezepte drinnen haben und eben nicht das Käsebrot oder Wurstbrot, wie es manches Mal im Krankenhaus als Abendessen verabreicht wird. Und ja, dieses Buch gibt es. Und ich möchte dir auch ganz kurz ein bisschen was zum Wunderwerk Herz vorlesen. Ich habe da sehr viel recherchiert, auch zum Thema Herz, und ich war wirklich fasziniert. Ich denke, uns ist es oft gar nicht so bewusst, was unser Herz für uns leistet. Das Wunderherz. Wenn Sie einen Moment lang über Ihr Herz nachdenken, darüber, wie es funktioniert, wie es Ihren Kreislauf jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde und jeden Tag in Gang hält, dann werden Sie feststellen, dass es Erstaunliches leistet. Pro Minute pumpt das Herz 5 bis 6 Liter Blut durch den Körper. Das entspricht pro Tag einem Volumen von rund 7200 Litern Blut. Das Herz schlägt pro Tag etwa 100.000 Mal. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das 36,5 Millionen Mal und bei einem Lebensalter von 70 Jahren sogar mehr als 2,5 Milliarden Mal. Das aus Arterien, Venen und den Kapillaren, also den kleinsten Blutgefäßen, bestehende Gefäßsystem ist mehr als 100.000 Kilometer lang. Das reicht, um mehr als zweimal die Welt zu umrunden. In einem Mikroliter Blut, das ist etwa so viel wie das Volumen eines Stecknadelkopfes, sind bis zu 5 Millionen lebenswichtiger roter Blutkörperchen enthalten. Sie transportieren vor allem Sauerstoff und Kohlendioxid. Die Größe eines menschlichen Herzens entspricht nur der einer geballten Faust. Die Hauptschlagader, sie heißt medizinisch Aorta, ist fast so dick wie ein Gartenschlauch. Und die Kapillaren sind so klein, dass 10 von ihnen zusammen so dick wie ein menschliches Haar sind. Sind das nicht unglaubliche Angaben, was unser Herz in uns jeden Tag leistet? Und dieses Herz, das so viel für uns leistet, das verdient, dass es wirklich Nahrung bekommt, die ihm gut tut. Und da sind auch wieder ganz wunderbare Rezepte, wie zum Beispiel das Kartoffel-Gemüse-Gulasch, das Kartoffel-Tofu-Gemüse-Gulasch. Das ist ein Renner auch aus meinen Kochkursen. Da haben die Frauen immer gesagt, da wird mein Mann gar nicht merken, dass kein Fleisch drinnen ist. Dann auch eine wunderbare Karottensuppe mit Kresse. Passt zu jeder Jahreszeit recht gut. Oder jetzt auch noch passend für die Jahreszeit so ein Endivien-Kartoffelsalat, auch ganz was Feines. Ja, auch diesmal kannst du dir wieder eine Leseprobe mit den Rezepten runterladen. Hol dir es über unsere Website. Und alle, die sich eintragen, und wenn du dich einträgst und dieses PDF holst, hast du die Chance auf einen Gewinn. Wir werden zu Weihnachten aus allen, die sich da eingetragen haben, einen 1.000-Euro-Gutschein verlosen. 1.000 Euro, die du für meinen Lehrgang zur integrativen Ernährungsexpertin verwenden kannst. Und ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Und mein Tipp, hör ein bisschen auf dein Herz, spür einmal, was es jeden Tag für dich leistet und koche ihm was Gutes. Am besten gleich oder spätestens morgen. Wir sehen uns morgen mit dem nächsten Buch.